Zunächst vielen Dank, dass Sie die Reise von Münster nach Wien angetreten haben und sich Zeit nehmen, mit mir über einige Inhalte unseres Fachs zu sprechen. Die Idee dahinter ist, dass wir für die Lehre abrufbare Sätze von wichtigen Persönlichkeiten, die eine Spur im Fach hinterlassen haben und hinterlassen, sammeln wollen. Sie sind fraglos eine dermaßen im Fach prominente Persönlichkeit und daher freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herr Professor Merten, das Fach, in dem wir tätig sind, heißt hier in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Das heißt es in vielen deutschsprachigen Universitäten auch. Und an diesen beiden Begriffen ist ja ein wenig auch die historische Entwicklung unserer Disziplin abzulesen. Die alte Zeitungswissenschaft hat sich ja seinerzeit in Publizistik verwandelt, weil es galt, die damals neuen Medien, das waren Radio und Fernsehen, mit einzubeziehen. Und im Begriff Kommunikationswissenschaft könnte man gleichsam die Versozialwissenschaftlichung unserer Disziplin sehen. Man könnte auch sagen, die Fokussierung weg von den Gegenständen hin zu den Prozessen. Sie haben im Jahre 1977, vor nunmehr 31 Jahren, eine Dissertation verfasst bei Niklas Luhmann, Kommunikation, eine Begriffs- und Prozessanalyse. Das Buch ist schlagartig im Fach sehr bekannt geworden. Es hat sich seit dieser Zeit kaum jemand in unserer Disziplin so intensiv und grundlegend mit dem für uns doch so zentralen Begriff auseinandergesetzt. Ich selbst zum Beispiel verweise immer auch in meinen Einführungsvorlesungen darauf, dass Sie damals schon 160 Definitionen von Kommunikation zusammengetragen haben, verglichen haben. Aber das war eigentlich ja nur der Vorspann zum Eigentlichen, nämlich zur Prozessanalyse, die Sie dann durchgeführt haben. Aber der Reihe nach. Beginnen wir vielleicht ganz grundsätzlich mit elementaren Eigenschaften von Kommunikation zunächst. Das predigen Sie ja schon seit vielen Jahrzehnten, kann man jetzt sagen. Ist das ja ein ganz banaler Prozess, alltäglich. Jeder glaubt, der kann das. Und es ist eigentlich lange Zeit auch so gewesen, dass man gesagt hat, das ist doch keine Wissenschaft, sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Frage, Einstiegsfrage, was sieht man eigentlich, wenn man diese Banalität genauer betrachtet? Wenn man den Kommunikationsprozess ernst nimmt, dann stellt man fest, dass es ein Prozess ist, der mit der herkömmlichen Logik und unseren herkömmlichen Erfahrungen sozialwissenschaftlicher oder anderer Art nicht zu erklären ist. Also das hätte man vielleicht viel eher festgestellt, wenn diese Angelegenheit nicht ganz so banal wäre. Das heißt, wir gehen damit um, ohne zu wissen, warum wir das tun oder wie wir das machen. Es klappt einfach oder wir glauben, es klappt. Aber wenn man es genau nimmt, es ist sehr schwierig, und das hat ja auch die ganze Diskussion gezeigt, dass jetzt der Kommunikationsbegriff im Grunde in den Sozialwissenschaften sozusagen schon den Handlungsbegriff ablöst. Also wenn Sie an die Konstruktion von Gesellschaften bei Luhmann denken, dann sagt er verkürzt, alles lässt sich nur über die Kommunikation nachweisen. Wir wissen nicht, was die Menschen machen, wir können nur sehen, wie sie kommunizieren. Und das ist so ein, da kommt so ganz langsam, haben gedacht, ja, wenn das so ist, dann gucken wir mal an, was ist Kommunikation. Und dann stellen wir fest, es reicht nicht aus, das finden Sie auch bei Watzlawick, zu sagen, ja und nein, Sie brauchen neue Logik, Sie brauchen neue Begriffe, Sie brauchen den Umgang mit Paradoxien, alles das, was wir absolut in der Regel sagen, da sei Gott vor. Plötzlich müssen wir sagen, ja, er sei bitte nicht vor, wir müssen uns das antun. Wir kommen sicher noch zu Luhmann. Luhmann hat ja auch zum Beispiel gesagt, die Kommunikation kann nur kommunizieren und weniger die Menschen. Aber ich denke, fangen wir mal bei den Menschen an. Da haben Sie ja auch so eine Klassifikation entwickelt: banal, universal, flüchtig, relational, unvermeidlich. Können Sie zu diesen Aspekten kurz beschreibend etwas sagen? Das war so der Anfang meiner Beschäftigung und ich habe versucht rauszukriegen, warum oder ist mir es eben selber aufgefallen, warum ist es eigentlich so schwierig, als Wissenschaftler über Kommunikation zu sprechen. Und dann habe ich so fünf sozusagen Hürden gefunden, also zum Beispiel die Profanität, die Alltäglichkeit oder was. Weil alle Leute das machen, sagen die vornehmen Wissenschaftler, das ist kein Erkenntnisgegenstand. Ich habe es also ganz konkret erlebt, ich wollte über Gerüchte promovieren und dann gab es Kollegen, die haben gesagt, aber das ist doch kein Thema, das ist ja schmutzig,
Das ist ja sozusagen Gosse oder so. Und ich hatte nur im Kopf, dachte ich, aber man muss es doch irgendwie erklären, beschreiben können. Und das war nicht schick genug. Und so ist es mit der Kommunikation auch. Erschwerend kommt weiter hinzu, diese Flüchtigkeit, alles, was wir gerade gesprochen haben, ist ja vielleicht nicht noch in unseren Köpfen und wenn Sie es aufnehmen, vielleicht auch aufgenommen, aber in der Regel verschwindet sowas. Das heißt, alles, was die Kommunikation ausrichtet, wenn man dahinter nachhalten will, wer hat angefangen oder was hast du wirklich gesagt und Sie haben es nicht transkribiert oder fossiliert, also mit dem Band oder so etwas, dann ist es weg. Und dann rätselt man, was jetzt die Ursache für irgendetwas gewesen ist. Man kann also sozusagen den Kommunikationsprozess, er flüchtet sozusagen, er ist flüchtig. Das nächste wäre die Relationalität. Wir denken ja immer so, das ist vielleicht ein Erbe der Naturwissenschaften, so in handfesten Dingen, in Zentimeter, Gramm, Sekunden, alles, was man messen kann. Wir denken in Elementen, in Gewichten, irgendwas wiegt, hat eine Größe, Objekte haben einen, wir denken sozusagen in Objekten. Bei der Kommunikation haben Sie alles, das kommt erschwerend hinzu, einen Prozess, und das ist schwierig, Dynamik, aber ein Prozess, der keine Spuren hinterlässt. Das heißt also, Sie haben Relationen, Sie können zwar einen Turm beschreiben oder irgendein Objekt, aber die Kommunikation selber funktioniert nicht als Objekt. Sie können nicht sagen, da ist der Kommunikator, da ist der Rezipient und dann gibt es vielleicht noch eine Aussage. Das war, Laswell selber hat schon gesagt, das ist zu wenig, 1946. Sondern Sie müssen die Relationen zwischen diesen Objekten sehen. Und diese Denke sind wir nicht gewohnt, hat auch damals ganz früh, 48 glaube ich, noch Levin sich schon darüber geäußert, gesagt, das sind wir auch in der Psychologie nicht gewohnt, sondern wir denken immer in Objekten. Und das ist so ein Erbe der frühen Naturwissenschaften, das in den Sozialwissenschaften nicht reicht. Und jetzt sage ich gleich mal etwas, am Anfang habe ich immer gedacht, ja, die dummen Sozialwissenschaften. Heute würde ich sagen, wir haben es viel, sehr viel schwerer, gerade deswegen, weil wir in Relation denken, als die Naturwissenschaften, weil die ja immer sich an konkrete Sachen halten können. Also messen Sie mal, was weiß ich, Betriebsklima. Das ist völlig unmöglich, während wenn ich sagen würde, ich messe die Temperatur oder so, das ist das Leichteste von der Welt. Also die Naturwissenschaften haben uns vieles voraus, aber das vor allem, dass sie einen einfacheren Gegenstand haben. Ich bin da immer ganz vermessen an der Stelle, wenn ich darüber reflektiere und lehne mich kurz an, obwohl ich das kompetenterweise gar nicht dürfte, an die Heisenbergsche Unschärferelation. Soweit wir oder ich die als Nicht-Physiker überhaupt verstehe, geht es doch da darum, dass man ein Objekt nicht mehr lokalisieren kann, wo es ist, und dass man in dem Moment, wo man glaubt, es zu haben, durch die Beobachtung selbst auch schon seinen Zustand und damit seine Position verändert. Mhm. Ist das eine Ähnlichkeit? Ja, das ist eine große Ähnlichkeit. Das, was der Heisenberg da 1928, glaube ich, gemessen hat, das messen wir tagtäglich und nennen das Reaktivität. Also wenn ich jetzt ein Interview mit Ihnen führe und ich gucke Sie irgendwie besonders an, dann denken Sie, er meint jetzt ganz Besonderes, achte auf den Hintersinn, was auch immer, und Sie antworten nicht auf meine Frage, sondern auf den Kontext. Und je nachdem, wenn der Kontext zu stark ist, dann wirkt er sich reaktiv aus, dann antworten Sie anders, als wenn Sie meinetwegen die Frage schriftlich hätten. So geht es mit der ganzen Kommunikation. Wenn ich jetzt sagen würde, schönes Wetter heute, und zwinkere Ihnen ein Äugskin, dann wissen Sie ganz genau, ich meine nicht das Wetter, sondern irgendwas anderes, was wir vielleicht kennen und wo wir uns sozusagen nonverbal verstehen können. Und das hat der Heisenberg gemessen. Ich habe gerade den Fall mal nachverfolgt. Es ist perfekt, die Reaktivität, dass Sie sozusagen die Messung vornehmen mit diesen Quantenteilchen. Und wenn Sie einen Bereich räumen, so, wo das Objekt so klein wird, dann wissen Sie nicht mehr, ob Sie das Objekt gemessen haben oder die Quantenteilchen, die da rumfliegen, und das Objekt dann bewegen oder verschieben. Das ist also im Grunde genommen der Idealfall der Reaktivität. Ja. Und das ist bei den Physikern sozusagen der Ausnahmefall, der berühmte Ausnahmefall. Bei uns ist es der Standard. Mhm. Zur Flüchtigkeit vielleicht noch. Da ist eine biografische Notiz vielleicht interessant. Ich weiß aus Ihrem Lebenslauf, dass Sie ja begonnen haben, Elektrotechnik und auch Mathematik zu studieren. Das passt zum Phänomen der Flüchtigkeit der Kommunikation, das Sie angesprochen haben, denn Sie sind ja auch einer jener Wissenschaftler in unserem Fach, die sehr viele Modelle konstruiert und auch gezeichnet haben. Sie sind ja berühmt berüchtigt für ihre teilweise spiralförmigen, komplexhaft angeordneten modelltheoretischen Skizzen. Liegt da auch in der biografischen Tradition eine Nähe zur Technik noch
erkennbar? Ganz sicherlich. Also ich habe ja Mathematik richtig studieren müssen bis zum Vorexamen und theoretische Physik genauso. Da ist es immer so, das sieht man, da sind sie wie einfach die Naturwissenschaftler haben, die können immer ein Modell machen und in der Regel stimmt das, sie können einen Stromkreislauf zeichnen. Das können sie genau sehen. Mit einem Blick sehen sie, hier passiert was, also wenn sie ein bisschen raufgucken. Und das ist eine, im Grunde genommen eine Ordnungshilfe. Also wir sagen ja in der Wissenschaftstheorie, ein perfektes Modell ist identisch mit einer Theorie. Und das Modellezeichen in der Physik oder in der Mathematik, das ist im Grunde genommen eine vortheoretische Hilfe. Das nennen wir dann so auf der pädagogischen Ecke, es ist didaktisch hilfreich. Da kommt das wieder zum Vorschein. Und deswegen, ich habe auch mal gedacht, meine ich, so viele Modelle, die müssen dich ja für verrückt halten. Aber ich habe es an meiner eigenen Vorlesung getestet. Die Studenten sind letztendlich für jede Treppe, die sie bauen, um vom Erdgeschoss zum zweiten Stock zu kommen, für jeden Treppenzwischenschrittchen dankbar. Wenn sie nur sagen, so ist es, und dann fangen sie ihre Theorie an zu erzählen, dann gehen viele Studenten sozusagen unbefriedigt nach Hause, weil sie es nicht verstanden haben. Und das zu Recht sich. Und der Erkenntniswert ist gering. Sie haben jetzt eine Eigenschaft sozusagen, die Sie sonst immer ganz gerne in dieser Aufzählung mit berücksichtigen, nicht erwähnt. Die würde ich gerne noch betonen, die Unvermeidbarkeit von Kommunikation. Das stammt ja ursprünglich auch von Watzlawick. Ist das ein Element oder eine Eigenschaft, die Sie für zwingend kennzeichnend halten für kommunikative Prozesse? Ja. Ja. Würde ich auf jeden Fall sagen, die Unvermeidbarkeit zeigt ja gerade, dass der Kommunikationsprozess als solcher, ob wir den mögen oder nicht mögen, wenn wir ihn einmal sozusagen erzeugt haben, dann ist er da. Das ist so, als wenn Sie ein Kind erzeugt haben, da können Sie hinterher nicht mehr sagen, ich mag dich nicht, sondern können nur sagen, also es ist da und vielleicht sollte es vielleicht nicht da sein, so etwas, aber und das macht sich bemerkbar. Also Sie können jetzt nicht hinterher sagen, ich sage mal ein Beispiel, Sie sagen jetzt irgendetwas, einen gewaltigen Satz, beleidigend oder phänomenal irgendwas, und dann erschrecken Sie, sagen, auch hätte ich es doch besser nicht gesagt, und dann sagen Sie jetzt Ihrem Publikum, ich nehme das zurück. Das können Sie nicht mehr zurücknehmen. Die Leute sagen, er hat es gesagt und hinterher wollte er es nicht wahrhaben. So wird es dann interpretiert, aber das Gesagte, die gestartete Kommunikation, die holt Sie ein und die können Sie dann nicht mehr abschaffen und Sie können sie auch nicht sozusagen rückwärts drehen. Sie hat ein Eigenleben. Mhm. Unser Fach, das ja sehr stark auch mit Medien verbunden ist, hat mitunter mit dieser Eigenschaft ein Problem, wenn sie unbedingter Definitionsbestandteil ist, denn es kommt uns ja speziell in der Wirkungsforschung sehr oft darauf an, Effekte zu messen, die zum Beispiel lauten Verständigung oder Beeinflussung eines Wahl- oder Kaufverhaltens. Ist es da nicht sinnvoller oder sinnvoll, sagen wir mal so, ohne es zu gewichten, sich an Max Weber anzuhängen und zu sagen, der hat uns ja schon gezeigt, typisch für menschliches Verhalten ist eine bestimmte Form des absichtsvollen, intentionalen Verhaltens. Und könnte ich diese Brücke von Max Weber nicht nehmen und sagen, für die publizistikwissenschaftliche Kommunikationswelt, also für den Begriff, den wir benötigen, ist die Intentionalität eine ganz wichtige, elementare Voraussetzung und alles andere können wir mitunter zwar brauchen, aber in der Regel brauchen wir die Intentionalität als Voraussetzung, denn ich muss ja wissen, was will der Kommunikator, nur dann kann ich messen, hat er sein Ziel erreicht oder ist das zu naiv? Nein, es ist schon ganz wichtig, dass wir wissen, was wir irgendwas vorhaben, dass wir es mit Kommunikation ausdrücken können. Das ist aber nur eine notwendige Bedingung. Aber was jetzt hinzukommt, ist, dass die Kommunikation auch ohne, dass wir sie wollen oder dass wir irgendwas Bestimmtes damit ausdrücken wollen, etwas mit uns macht, was wir nicht kontrollieren können. Das heißt, ich habe etwas vor, zum Beispiel Public Relations ist grundsätzlich intentionale Kommunikation. Ich mache eine Aussage, ich mache ein Statement
und verfolge eine ganz bestimmte Absicht, so oder so zu wirken, damit völlig klar machen wir alle, wollen wir alle, dass wir sozusagen unseren Aufschlag eins zu eins durchkriegen. Nur je nachdem, wie die Situation ist, macht die Kommunikation auch was anderes, weil sie ja unabhängig ist, weil der Kommunikationsprozess mit den Personen, das wäre so die funktional-strukturelle Lesart, es gibt auch eine andere, die sagt, wenn die Kommunikation einmal da ist, dann versucht sie sich aufrechtzuerhalten und auch um den Preis, dass es den Einzelnen vielleicht gar nicht gefällt. Und das geht dann in, man kann es an so vielen Prozessen sehen, also wenn wir beide jetzt sagen, wir brechen die Kommunikation ab, da würde das Kommunikationssystem, was wir gerade haben, sagen, ich will aber nicht, weil alle Systeme wollen sich erhalten. Und dann würde, wenn sie gehen, würden sie entweder sagen, auf Wiedersehen oder so etwas. Und das heißt, sie würden die Kommunikation abbrechen, nur unter der Bedingung, dass sie vorher versprechen, auf Wiedersehen, dass es weitergeht. Machen Sie es nicht, sondern wenn Sie jetzt einfach aufstehen würden, aus der Tür rausgehen würden, dann würden Sie als unhöflich gelten. Also alle Leute, die dann sagen, ja Gott, aber warum haut der denn einfach ab? Und die Höflichkeit, die hindert Sie sozusagen, das zu tun, was Sie normalerweise tun könnten. Ich muss jetzt weg. Wir sagen, wir nennen das Höflichkeit und das Kommunikationssystem ist viel analytischer. Das sagt, aha, er hat versprochen, es geht weiter und wenn wir uns irgendwann mal sehen, dann können Sie nicht an mir vorbeigehen und ich nicht an Ihnen. Und es sei denn, sagen, ach, grüß Gott, Herr Kollege. Wenn wir das nicht tun, das wäre wirklich so kurz vor der Blutfehde. Okay, da haben wir jetzt also verschiedene Kommunikationssituationen eigentlich vor Augen geführt. Und Sie sind ja auch Empiriker und wenn man empirisch-analytisch an eine Sache herangeht, dann muss man nominal definieren. Das heißt, ich habe das jetzt so gelesen, es gibt verschiedene Situationen, die verschiedene Kommunikationsbegriffe angemessen erscheinen lassen. Dem würden Sie zustimmen? Ja, ist richtig. Ist es dann überhaupt noch sinnvoll, weil mit solchen Fragen wird man ja oft konfrontiert, einen allgemeingültigen Begriff oder eine allgemeingültige Definition von Kommunikation zu entwickeln. Kann es die überhaupt geben? Sie haben ja also vor 30 Jahren schon diese 160 gefunden, vielleicht gibt es jetzt auch schon 180, hat niemand mehr gezählt, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ist es die Unzulänglichkeit unserer Disziplin, eigentlich da nicht hinauszukommen, es zu schaffen, aus diesen vielfältigen Facetten der Wirklichkeit, der Kommunikation, ein allgemeingültiges Verständnis herauszulesen? Also ich würde jederzeit dazu raten, sich um eine allgemeine Definition zu bemühen, weil sie erstmal sozusagen, wenn auch vielleicht auf abstrakterer Ebene, erstmal alles wieder zusammenfasst. Und dann kann man zum anderen erstmal auch sagen, die wesentlichen Definitionen und die wichtigen Definitionen, dann kann man sozusagen eine Auswahl treffen, viele Sachen wegtun. Dass es so viele in der Kommunikation gibt, hat also für mich zwei Gründe. Also einen ist es ein Alltagsbegriff, der dann sozusagen sehr viel Assoziationen hat, ein Gespräch, ein Dialog, Quatschen, alles Mögliche. Und dann gleichzeitig einen wissenschaftlichen Begriff, der sich oft am Alltagswissen anlehnt, der sozusagen zu nah am Boden bleibt. Das ist die eine Sache. Das heißt, ich würde dazu raten, was Abstrakteres zu suchen, nur als Ordnungsaufgabe. Ob das hier jeweils richtig ist, würde ich dann umgekehrt sagen, wenn eines Tages jemand herkommt, sagt, man muss das ganz anders begreifen und er kann dafür Evidenz zeigen, dass es sinnvoll und fruchtbar ist, dann würde ich von jetzt auf gleich die ganze Systemtheorie in den Papierkorb werfen und sagen, es gibt eine bessere Theorie. Und ich denke, das ist unsere wissenschaftliche Aufgabe, dass wir nicht orthodox sagen, ich bin Handlungstheoretiker oder Verhaltenstheoretiker oder Konflikttheoretiker, sondern wir müssen Rechenschaft legen und sagen, ist das die fruchtbarste Theorie? Und wenn wir sozusagen bei einer weniger fruchtbaren sind, müssen wir aufpassen, dass wir nicht im Abstellgleis sind. Jetzt kommt aber die Schwierigkeit natürlich, jetzt geht natürlich der Streit dann schon eine Etage höher, was ist denn der wie messe ich Fruchtbarkeit? Deswegen ist es so schwierig, Entscheidungen zu treffen. Aber nehmen wir an, wir könnten das machen, würde ich vermuten, dass ab und an kommen neue Begriffe, die das zusammenraffen und wenn das Feld schwieriger wird, bei der Kommunikation ist der Fall, wenn die Begriffe in ihrer Abstraktionslage immer höher gehen müssen. Das gilt übrigens auch für andere Begriffe. Nur ein Beispiel in der Public Relations ist viel schlimmer. Wir haben 503 Begriffe. Ich habe es nachgelesen. Einer hat über 2000 gezählt. Da sind natürlich 1800, können Sie Alltagsbegriffe nehmen, die können Sie wegwerfen. Aber Sie sehen, die werden einfach registriert und dann ist natürlich die Gefahr, wo finde ich den richtigen Begriff? Da müsste auch was passieren in der Richtung.
Und da wünscht man sich immer, dass man mal da so ein Seminar hat. Auf der anderen Seite kenne ich Kollegen, die sagen, wenn einer meiner Studenten hergeht und sagt, ich will das jetzt definieren, dann streicht er dann es mit roter Tinte und sagt, das lassen Sie bitte. So, da bewegt sich die Sinnvollhaftigkeit von Definitionen richtig im Hörsaal. Ja? Ja, das ist natürlich auch eine Sache, wo wir ein eigenes Gespräch führen könnten, wie abstrakt sollen können Definitionen sein. Denn wenn man das ans Ende denkt, dann wissen wir seit einigen tausend Jahren, ich weiß jetzt nicht seit wie vielen, dass Heraklit zum Beispiel gesagt hat, alles fließt. Und das ist eine Aussage über die Wirklichkeit, die immer zutrifft, aber sie sagt im konkreten Detail eigentlich nichts aus. Kann das Ziel sein, wäre also so im Hinterkopf meine Frage. Ich weiß nicht, ob wir sie umfassend jetzt behandeln sollten, aber ich wollte nur darauf hinweisen, die Begrifflichkeit, je abstrakter wir werden, desto weniger sagen wir auch über etwas aus, wo zum Beispiel gerade in unserem Fach vielleicht Praktiker erwarten, die sollen mir sagen, wie läuft es denn mit der Kommunikation von mir aus in der PR oder so. Also ich glaube wohl, dass die Definition abstrakter werden müssen, weil sozusagen unsere Erkenntnismöglichkeiten komplexer werden. Wir sehen mehr, was dazugehört, was wir nicht gesehen haben, was wir nicht betrachtet haben. Das ist eine Entwicklung, die in den Naturwissenschaften genauso ist. Wenn sich mal die ersten Vergaser von den ersten Daimlers ansehen, das waren große Büchsen mit zwei Löchern drin. Wenn Sie heute einen Vergaser haben, da ist gleich ein Computer drin, der rechnet tausend Sachen aus, die wir nie sehen werden. Aber zurück, das zweite Problem, haben Sie richtig gesagt, wenn wir abstrakter werden, entfernen wir uns von der Praxis. Und ich denke, ein großer Teil der künftiger wissenschaftlicher Arbeit wird auch darin liegen, die Übersetzung zwischen der Abstraktion hinunter auf die konkrete Anwendung sozusagen nachzuliefern. Wir können jetzt nicht einfach im wissenschaftlichen Elfenbeinturm sagen, ich definiere irgendwas ganz toll, sondern wir müssen, wenn wir das tun, müssen wir auch immer im Auge behalten, mehr denn je, dass wir das wieder irgendwie nach unten runter vermitteln können. Und wenn wir das nicht schaffen, gerade in der Kommunikation, haben wir unsere Arbeit nur zur Hälfte erfüllt. Ob das vielleicht jetzt ein guter Hinweis war auf die Unterscheidung Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Das könnte da wahrscheinlich mitgedacht werden können. Herr Professor Merten, innerhalb der letzten eineinhalb Jahrzehnte, etwa seit den 90er Jahren, hat der Computer in unsere Haushalte vielfach, fast überall Eingang gefunden. Nicht überall auf unserem Planeten, aber zumindest überall dort, wo seit Daniel Bell die postindustrielle Gesellschaft existiert. Das hat der ja in den 60er Jahren, Sie zitieren ihn ja selber auch häufig, prognostiziert und hat prognostiziert, es wird eben nach der Jahrtausendwende oder in dieser Ära dann der Transport von Informationen zentral sein für unsere Gesellschaften. Irgendwo ist das ja schon eingetreten. Sozusagen das Internet, der Computer, die Vernetzung ist, wenn man wollte, so die wahrnehmbare Realisierung dieser Kommunikations- und Informationsgesellschaft. Bert Brecht hat, das ist in unserer Fachgeschichte auch ein kleines Moment immer, der Zitation der Schönen, dass man an den Schriftsteller anknüpfen kann, der hat in den 30er Jahren sich ja schon laut nachdenkend darüber gewundert, warum man denn nicht einfach in jeden Radiosender auch einen Empfänger oder umgekehrt in jeden Empfänger auch einen Sender einbauen kann, dann könnten alle mit allen. Web 2.0, Weblogs, Newsgroups, Foren, alles Mögliche existiert. Worauf ich hinaus will, Interaktion, Interaktivität ist zu einem Begriff geworden, der immer wieder auftaucht. Jedes Computerspiel gilt heute schon als interaktiv. Und ich möchte noch einmal an Ihrer Dissertation anknüpfen, an Ihrem Buch aus dem Jahr 1977. Sie haben sich ja damals auch schon, eben vor 31 Jahren, mit diesem Verhältnis Interaktion-Kommunikation auseinandergesetzt. Wie soll man als Kommunikationswissenschaftler, angesichts dieser neuen Technologien sind wir da immer herausgefordert, wie soll man Interaktion, Interaktivität sinnvollerweise verstehen? Beziehungsweise, was halten Sie von dieser Interaktionseuphorie, die rund um diese neuen Technologien immer wieder spürbar ist? So von der pädagogischen Seite bin ich relativ skeptisch, aber ich sage mal von der theoretischen Seite, was da an Interaktivität zwischen dem Medium und irgendwelchen Spielern oder Spielen stattfindet, ist ja nichts anderes, als dass da sozusagen wieder der Kommunikationsprozess zum Vorschein kommt. Ich mache was und gucke, was mein Gegenüber macht, und mein Gegenüber, das ist das Einfache am Computer, der macht es noch selber. Also die Kommunikation ist nicht als Prozess vorhanden,
Aber es wird der Eindruck entweckt, so dass die Leute, die davor sitzen, plötzlich so den Eindruck haben, jetzt muss ich was sagen, obwohl die Maschine die überhaupt nicht versteht. Eine Maschine ist eine Maschine. Es ist ja nicht die Second Order Kinematics, wo ich dann sagen, dass ich vom Bewusstsein der Maschinen rede, sondern so ein Computer ist eine relativ einfache Maschine. Ich brauche nicht fürchten, also wenn ich ein Spiel benutze, dass zwischendurch aus dem Bildschirm die Faust geflogen kommt und mich K.O. schlägt. Das ist sehr tröstlich irgendwie noch. Das heißt aber auch, dass wir, die Benutzer, schon den Eindruck haben, da ist jemand, der uns was sagt oder auf uns reagiert und wir sind sozusagen gebannt. Und ich denke, da erkläre ich mir auch die ganzen Suchtverhalten, die so bei Jugendlichen manchmal beobachtet werden, die sind richtig schon von diesem Kommunikationsmodus gefangen. So, jetzt die Interaktivität nochmal von der Theorie her. Ich habe damals nicht gesehen oder den Max Weber wahrscheinlich zu wenig gelesen. Max Weber sagt ja, sinnvolles Handeln, im Begriff Sinn führt er ein. Heißt das dann, alle Handlungstheorien alle Handlungen müssen interpretiert werden. Das ist das berühmte interpretative Paradigma. Und das gilt natürlich dann auch für die Interaktivität. Das heißt, der Zugriff auf Handlungen, den können Sie ja nur dann machen, wenn Sie jetzt ganz eindeutig ein Handeln beobachten können. Das sagen dann die Theoretiker, ist Verhalten. Verhalten kann ich perfekt beobachten. Ich brauche jetzt bloß zählen, meinetwegen, wie oft ich jetzt hier bei der Aufnahme sage, dann wäre eine Verhaltensbeobachtung. Wenn ich aber 20 Mal Theorie gesagt habe, dann müsste ich bei jedem einzelnen Mal, müsste jetzt nachgeguckt werden, wie habe ich es eigentlich gemeint. Ja, das ist meine Interpretation brauchen Sie. Deswegen ist die Handelstheorie so schwierig und deswegen hat man solche Sachen erst unter Interaktion gesetzt. Jetzt kommt der Kommunikationsbegriff massiv, natürlich auch gefördert durch solche Sachen wie Luhmann, der dann sagt, alle Gesellschaften bestehen aus Kommunikation. Und jetzt können wir alles, was die Handlungstheorie sagt, als Sonderfall auf die Kommunikation topfen. Das heißt, auch für die Kommunikation gilt, wir müssen sie interpretieren. Oder um es verstehen zu müssen, müssen wir im Zweifelsfall nachfragen können, wie hast du das gemeint oder eine Interpretation draufsetzen oder uns darauf verständigen, dass es für bestimmte Begriffe eine minimale Definition gibt, also viabel, nennen das die Konstruktivisten. Das heißt, dass die Handlungstheorien sind sozusagen zugunsten der Kommunikation ein bisschen in den Schatten geraten. Was uns als Kommunikationswissenschaftler aber Probleme schafft. Jetzt müssen wir auch noch sozusagen die Interpretation dessen, was in der Gesellschaft passiert, an der Kommunikation festmachen, nur an der Kommunikation. Das heißt, die Kommunikation ist seitdem aufgewertet worden. Und jetzt kommt genau das mit den Definitionen. Kommunikationsprozesse sind für uns schwieriger geworden, weil sie mehr transportieren, als wir vielleicht früher gedacht haben. Und es ist noch schwieriger geworden, sie zu interpretieren. Weil ja da jetzt das ganze Handeln noch drin ist. Nicht nur, dass wir uns verständigen über irgendeinen Punkt, sondern die Sozialwissenschaftler fragen sofort, wenn A mit B redet, welche Funktionen hat dieses Gespräch? Schafft es Sympathie, schafft es soziale Kontrolle, schafft es Öffentlichkeit und. Das muss jetzt mitlaufen. Das war früher nicht so. Früher hat man gesagt, du hast das und das gesagt und wenn es den Leuten gefallen hat, dann wurde geklatscht. Und wenn es den Leuten nicht gefallen hat, dann rollte der Kopf. Das war einfach, das war ein gerades Prinzip. Das Prinzip würde heute völlig untauglich sein. Sie haben ja in dieser Einführung der Kommunikationswissenschaft vieles auch aufgegriffen von der Dissertation. Mhm. Und da gibt es auch ein Kapitel zum Verhältnis Interaktion-Kommunikation. Mhm. Und da sagen Sie auch viele andere zitierend, es gibt da unterschiedliche Positionen. Manche sagen, Interaktion ist Teil von Kommunikation, manche sehen es umgekehrt, manche sehen es als zwei verschiedene Dinge. Ohne Sie das jetzt alles sozusagen rekapitulieren zu lassen, eine Frage, ist für uns der Begriff von Interaktion sinnvoll, wenn ich sage, es geht um Interaktion mit Hilfe von Symbolen bei der menschlichen Kommunikation hauptsächlich. Ich lehne mich an das, was Sie gerade gesagt haben, mit der Bedeutung und Interpretation. Da stehen wir ja alle auf den Schultern von Riesen, die heißen etwa George Herbert Mead oder Irving Goffman. Mhm. Können Sie dazu Position beziehen? Das ist nicht ganz einfach. Die soziologische Theorie hat im Großen und Ganzen, bis Parsons war es eine Handlungstheorie. Und dann gesagt, handeln und wir kommen also unseren Gegenstand nicht ran. Das war schon eine sehr kluge Erkenntnis, sondern wir müssen ihn interpretieren. Das finden Sie natürlich auch bei Mead, der dann den symbolischen Interaktionismus aufgemacht hat. So, und jetzt sagen wir auf einmal, aus irgendwelchen Gründen, die bekannt sind, ist der Kommunikationsbegriff
interessanter geworden. Also ich habe noch geschrieben, das weiß ich, gesagt, manche sagen, ordnen die Interaktion der Kommunikation vor, manche ordnen die Kommunikation der Interaktion vor und Mead sitzt genau dazwischen. Er sagt, ich brauche beides. Das wäre eine Streitfrage, die ich heute nicht so für sinnvoll halten werde. Also es wäre interessant, wenn sich jetzt jemand ransetzen würde und sagt, man muss es nochmal klären. Ich sehe es mehr von der Kommunikationsseite, die Kommunikation ist aufgewertet worden. Alle Probleme, die die Handlungstheorien hatten, haben die Kommunikationsleute auch. Und jetzt ist auch, man kann nachweisen, dass der Kommunikationsgedanke wichtiger geworden ist. Also wenn der Luhmann sozusagen Gesellschaften definiert, ich muss jetzt auf den Kopf zitieren, als alle durch Kommunikation erreichbaren Strukturen und Personen und Strukturen und Prozesse, durch Kommunikation erreichbaren Prozesse, hat er den Handlungsbegriff schon mal sozusagen weggesteckt, denn im System, wie er das denkt, ist alles, was sie realisieren, sozusagen die Materialisierung des Systems, ist die Kommunikation. Er arbeitet im Grunde genommen nur noch mit dem Kommunikationsbegriff. Er sagt zwar, Systeme müssen handeln, aber das Handeln wie, können Sie jetzt auch schön bei Dirk Becker in dem neuen Buch lesen, ist kommunikativ. Mit Kommunikation, was die Leute vorhaben, ob sie Kriege führen wollen, wie gut die Gesellschaft ist, das werden Sie nie erfahren, es sei denn, Sie kriegen es über Kommunikation raus. Näher kommen Sie an den Gegenstand nicht ran. Aber es ist die Kommunikation geworden. So, und dann bei der Interaktion, da denke ich mal, das ist schon ein bisschen Vergangenheit. Es wird in the long run wird die Kommunikation als Paradigma sozusagen zunehmen und deswegen werden Versuche, die Kommunikation als Unterbegriff der Interaktion zu definieren, abnehmen. Das ist so ein Bandwagon-Effekt. Aber das ist wissenschaftlich, könnte man durchaus noch sagen, Moment, wir müssen mal ganz genau gucken, da soll sich mal jemand dran setzen und das klären. Der Begriff ist, oder die Relationen sind weitgehend, also sozusagen überlappend oder schwammig. Das heißt, wir lassen es zunächst mal offen, was für uns brauchbar ist. Aber ähnlich wie vorher erkenne ich so eine Tendenz, wir müssen es operational definieren für die Untersuchungssituation. Also es gibt auch hier nicht allgemein ein Verständnis, wo Sie sagen, das ist es und kein anderes. Okay. Aber noch einmal letzte Frage zu dem Aspekt, die neuen Technologien, Web 2.0, Stichwort, alle können mit allen, alle produzieren, alle konsumieren, der User-Generated Content ist ein Schlagwort geworden, das heißt, Leute stellen Dinge ins Netz, schauen sie dann selber an, sind ihre eigenen Rezipienten, haben vielleicht noch ein paar mehr. Also ich komme da auch schon zu einem Punkt, den ich noch ansprechen möchte, Verhältnis Interaktion, Kommunikation, Massenkommunikation. Hier geht es um Zielgruppen, die immer kleiner werden, um Nischenkommunikation. Wie verhält sich der Begriff der Interaktion und auch der Kommunikation, wenn ich einem Computer gegenüber sitze? Kommuniziere ich mit einem Computerspiel? Kann man das so sagen? Aber die Frage ist eine berühmte Frage. Was hat, Guffman könnte es gewesen sein, der hat mal die Frage gestellt, wenn ein Spatz in Pferdeäpfeln rumsticht, kommuniziert er dann mit dem Pferd? Ja, das ist genau die Frage, wo man sagt, wie weit kann ich damit gehen? Und meine Antwort wäre, das ist eine Frage, die bisher nie gestellt worden ist. Also ich sage mal, Web 2.0 oder das Internet, unsere naive Vorstellung, der ich auch eine Zeit lang angehangen habe, gesagt, wunderbar, die Medien richten es, wir werden immer rationaler werden, wir werden immer mehr Informationen, es gibt immer weniger Missinformationen. Das war so die Denke, später Popper, was wir so in den 70ern noch gedacht haben. Und dann kommt auf einmal die Erkenntnis, dass die Zunahme an Medieninhalten, die sie tagtäglich verarbeiten müssen, nicht rationalisierend wirkt, sondern ganz im Gegenteil, dass die Rationalität abnimmt, dass jetzt sozusagen die Irrationalität zunimmt, es geschehen mehr Wunder, es sind mehr Lügen möglich, sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie irgendwie die Wahrheit erfahren, weil es so viele Wahrheiten gibt, sodass sie dann wieder ein Riesenselektionsproblem haben. Also die Irritation, die Unübersichtlichkeit der Gesellschaft, sage ich mal als Stichwort, das gibt es ja, die wird zunehmen. Und wir werden als Kommunikationswissenschaftler die ersten Opfer sein. Herr Professor Merten, da passt jetzt gut der Diskussionspunkt, den ich mir notiert habe, den ich unbedingt mit Ihnen besprechen möchte, im Anschluss an die Tatsache, dass ja auch Ihr Doktorvater schon Niklas Luhmann war. Von Luhmann wird ja gerne zitiert, dass er Kommunikation für extrem unwahrscheinlich
hielt. Also das Zusammen zustande kommen von Kommunikation. Es gibt da vielleicht einen Apologeten, Osmo Vio, ein finnischer Kommunikationswissenschaftler, von dem der Satz immer wieder zitiert wird, Kommunikation misslingt in der Regel, außer durch Zufall. Was macht denn eigentlich die Komplexität der Kommunikation aus? Sie sind ja im Fach auch berühmt geworden dafür, dass Sie eigentlich diesen Luhmannschen Gedanken der Reflexivität auf den Kommunikationsprozess übertragen haben. Können Sie das in einfachen Worten schildern? Ich hoffe, dass es einfach genug geht. Also der Kommunikationsbegriff ist ja vor 40, 50 Jahren, wurde ja noch ganz einfach gehandhabt, hat noch niemand geahnt, was sozusagen welche Relevanz der hat und gleichzeitig wie komplex Kommunikation ist, die ganzen logischen Fragen, die wir vorhin sozusagen angeschnitten haben. Und der Luhmann hat damals gesagt, erkannt, also dass Kommunikation, dass gelingende Kommunikation ausgesprochen unwahrscheinlich ist. Wenn Sie sich eine Vierfelder-Tafel vorstellen, A sagt etwas Verständliches oder Nichtverständliches und B sagt, ich habe es verstanden oder nicht verstanden, dann ist ein Viertel aller Fälle mal so ganz banal gesagt, ist Verständigen plus plus und alle drei anderen Fälle sind nicht verstanden und der Minus-Minus-Fall ist der Fall, dass ich glaube, dass ich verstanden hätte, aber gar nicht verstanden habe. Und das ist der häufigste Fall. Die Leute sagen, ah ja, ich habe schon verstanden und in Wirklichkeit haben sie es aber nicht gerafft. Die Abweichungen können manchmal minimal sein, das ist unschädlich, aber sie können gravierend sein und dann sehen sie, dann brechen meinetwegen Weltkriege aus. Also Emser, Depesche, Bismarck zum Beispiel, ne? Das hat er bewusst geschrieben, so alle werden sich aufregen und dann fangen die den Krieg an, obwohl ich den Krieg will oder solche Sachen. Und das passiert tagtäglich. Und wenn Sie in dem Zusammenhang, hat Luhmann gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass die Kommunikation gelingt, dass die Kommunikation stattfindet, das ist unvermeidbar, das ist haufenweise. Aber eine gelingende Kommunikation ist etwas ganz Schwieriges. Ich habe mal die Frage gestellt, warum kommunizieren wir nicht einfach nicht mit Symbolen, sondern mit Stimuli? Die haben eine ganz bestimmte Bedeutung, die festgelegt ist. Und wenn ich die jetzt benutze und alle anderen kennen die Bedeutung auch, müsste man wunderbar schön kommunizieren können. Haben wir mal durchgespielt. Die Lösung sehe ganz grauenhaft aus, wenn ich jetzt in einem Seminar sitze und alle, wir können die Stimulus-Response-Symbole und einer von, der Erste, der dann sagt, wir springen jetzt alle zum Fenster raus, der würde bewirken, dass wir alle zwangsweise zum Fenster rausspringen. Der Erste könnte uns manipulieren. Verstehen Sie? Das wäre rauskommen. Und dann sagt man im Nachhinein, was ein Glück, dass die Kommunikation so schwierig ist, dass wir jederzeit sagen, wir können die Kommunikation, diese Offerte ablehnen, sagen, ach, ich habe jetzt gerade keine Lust oder bin ich denn verrückt oder sowas. Und dann fragt man sich natürlich, aber wie stellen wir denn sicher, dass unsere Kommunikation gleichwohl irgendwann gelingt? Und dann entdecken Sie unter der Frage, jetzt bin ich richtig beim Griff selbst, entdecken Sie, dass die Technik der Nachfrage, wie meinst du denn das, dass es eine ungeheure Hilfe ist. Das heißt, Sie können, das kostet Zeit und Anstrengung, aber Sie können Divergenzen über Nachfragen klein halten. Mhm. Heißt aber zu Deutsch auch, dass die Kommunikation zumindest von der Ressource her und von der Bemühung her aufwendig ist. Und irgendwann gibt es dann Leute, die sagen, ich habe dafür keine Zeit und die nehmen in Kauf, dass sie Missverständnisse perpetuieren und ab und zu kommt das dann raus, die können sich ja auch sozusagen kumulieren und dann haben sie Riesenprobleme. Also man müsste eigentlich sagen, dass das Gelingen von Kommunikation nicht hundertprozentig gelingt, ist auch ein Glück, was das Überleben betrifft. Richtig. Also mir fällt dazu der Kommunikationsbegriff von Jürgen Habermas ein, ja? Der ja mit seinen Geltungsansprüchen auch uns offeriert, wir leben, wenn wir oder wir betreten verschiedene Welten, wenn wir miteinander kommunizieren. Mhm. Und auf Ihr Beispiel bezogen hätte ich in Ihrem Seminar gesagt, also da müsste ich auf der Ebene jetzt der normativen Adäquanz, mhm, also auf der Richtigkeit, mhm, wahrscheinlich annehmen, das meint er nicht so ernst, das ist ja nicht üblich, dass wir aus dem Fenster hüpfen und das mache ich jetzt nicht, das soll nur ein Beispielsatz, mhm, sein zum Beispiel. Also was ich sagen will, dass wir verschiedene Ebenen differenzieren müssen und auf diesen verschiedenen Ebenen jeweils überlegen müssen, wie ist es gemeint und welche, mhm, Folge soll ich daraus ableiten. Ja,
Ich wollte eigentlich die Frage stellen, was kann man tun, damit Kommunikation gelingt? Ich weiß nicht, ob ich die so noch stellen kann. Eine Lösung habe ich angeboten. Oder jetzt auch wieder, Entschuldigung, praxisbezogen. Ja? Was sagen wir Praktikern? Die sagen ja, das stimmt ja alles, was die zwei Herren da besprechen, aber was mache ich damit? Ich sitze jetzt in einem Fernsehstudio und ich möchte, dass Kommunikation gelingt. Ich will meine Zielgruppen erreichen. Ich möchte über die politische Entwicklung X informieren. Mhm. Was fange ich damit an, wenn ich den beiden zuhöre und die sagen mir, das ist alles unsicher und das, im Grunde gelingt das nicht wirklich. Können wir da eine Lösung, unter Anführungszeichen doppelten, eine Lösung oder einen Lösungsversuch oder einen Vorschlag anbieten? Also wir müssen ja als Wissenschaftler, haben wir einen Auftrag, eine Bringschuld, irgendwie nicht nur im Elfenbeinturm zu wuseln, sondern wir müssen ja auch irgendwelche Ergebnisse für die Praxis verfügbar machen, sodass die Praxis sagt, da haben wir was von. Und bei der Kommunikation, denke ich, ist es schon so, dass man sagen kann als Theoretiker, wo die Probleme liegen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, flüchtig, dann ist die Lösung ja gewesen, die Flüchtigkeit abzuschaffen, indem man die Medien anschafft. Also irgendwas, was fossiliert. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Kann ich vielleicht gleich noch sehen, darstellen am Beispiel von Gerüchten. Zum anderen ist es auch so, dass Sie sagen, was sind denn unsere wesentlichen Erkenntnisse? Und dann ist die Frage, das, was interpretiert werden muss, dass man nachfragen muss, die eine Sache, eine Möglichkeit, die Kommunikation zu verbessern. Aber wir können zum Beispiel auch lernen, wie kann ich denn, wenn ich, ganz egal welche Kommunikation ich habe, wie muss ich die denn an eine Öffentlichkeit adressieren, damit sie verstanden wird? Also didaktisch aufbereiten, verständlich aufbereiten. Das sind alles schon Sachen, klar, Hilfsmittel, die zwar weit unterhalb der Theorie liegen, aber die wir sozusagen als Vorschlag hingeben können. Ich könnte noch was anderes tun. Ich könnte zum Beispiel sagen, was sind denn so die wesentlichen Dimensionen oder Perspektiven, die beachtet werden müssen? Die PR-Leute würden das jetzt sagen mit Zielgruppe. Bei Luhmann können Sie es, der hat es ganz anders definiert. Der hat gesagt, Kommunikation kann man wunderschön darauf anwenden. Es gibt sogar drei Dimensionen, wo Prozesse auf sich selbst anwendbar sind. Und jetzt kommt auch wieder so eine Sonderheit der Kommunikation. Er sagt, das kann ich in der zeitlichen Dimension, in der sachlichen, in der sozialen Dimension tun. Und für Kommunikation ist es möglich. Sie können eine Waschmaschine sich nicht selbst waschen lassen, aber Sie können über Kommunikation reden. Oder Kommunikation kann über Kommunikation erfolgen. Da sehen Sie die ausgezeichnete Rolle von Kommunikation. Ich kann es auch philosophisch erklären. Der alte Aristoteles hat mal geschrieben, sagt er, die Mathematik hat den Gegenstand der Logik als Gegenstand, die Medizin hat die Gesundheit, die Krankheit, der Geograf hat die ganze Erde, hat jedem so eine Region zugewiesen und dann setzt er fort, nur die Rhetorik, also heute würden wir sagen die Kommunikation, hat keinen eigenen Bereich, so nach dem Motto, etwas zu kurz gekommen. Wenn Sie es jetzt genauer durchdenken, muss man sagen, das ist ja gerade unser Glück, die Kommunikation kann sich gerade deswegen über alles hermachen. Stellen Sie vor, wenn wir als Kommunikationswissenschaftler bloß über die Kommunikation reden würden. Es wäre entsetzlich langweilig. Wir können jetzt sagen, heute über die Wirtschaft reden, morgen die Politiker beschimpfen und abends in Strauß-Konzert gehen. Wunderbar. Wir können über alles reden. Das ist so ein großer Vorteil. Hat das so quasi eine eingebaute Reflexivität, dieser Kommunikationsprozess? Watzlawick sagt Metakommunikation dazu. Habermas sagt Ebene der Intersubjektivität und führt ja dann auch den Diskurs als Begriff ein. Der ist mir eingefallen, wie Sie gesagt haben, man kann mit Kommunikation, über Kommunikation reden, weil ja Habermas behauptet, in dem Moment, wo es Schwierigkeiten gibt, in der Alltagskommunikation, können wir sie selbst zum Gegenstand machen und zurückfragen. Ist das auch eigentlich eine nachträgliche Versöhnung? Habermas, Luhmann, könnte man das so sehen? Also, das ist ja im Grunde eine starke Nähe. Ja, die Nähe hat an vielen Punkten bestanden. Und ich denke, da hat Habermas genau das Prinzip angewendet, was wir gerade vorher bei der Frage diskutiert haben. Im Zweifelsfall, wenn wir nicht wissen, ob wir noch sozusagen auf demselben Gleis fahren, kann man sagen, wollen wir mal einen Check. Verstehen wir uns noch? Und dann kann man fragen, oder Habermas sagt, nennt das dann elegant Diskurs der Rückversicherung, der Verständigung. Und dann kann man, das ist auch so ein Prinzip, was man auch in die Praxis weitergehen kann, dass man sagt, man muss ab und zu checken, verstehen wir noch immer unter dem geredeten Thema das Gleiche, den gleichen Sinn, ziehen wir noch die gleichen Schlüsse. Das ist das, was wir vorher diskutiert haben, das ist so einfach und so banal. Alle glauben, weil das so einfach und banal ist, wenn man das einmal gesagt hat, dann wissen wir alle, was wir meinen. Da ist sozusagen der Lohn der Angst der Banalität.
Ja. Kommen wir abschließend, was den Kommunikationsbegriff betrifft, Herr Professor Merten, noch zu einem Begriff, der in unserem Fach genauso lange Tradition hat, mit dem Sie auch hart ins Gericht gegangen sind, auch schon in Ihrer Dissertation und auch in der Einführung Ende der 90er Jahre, Massenkommunikation. Der ist ja immer wieder, gerade seit der Jahrtausendwende, durch die neuen Kommunikationstechniken ins Gerede gekommen. Sie zitieren 1977 bereits die Anthropologin Margaret Mead, die gesagt hat, Kommunikation ist ein Begriff, der mittlerweile durch die Massenmedien beschmutzt worden ist. Frage, wie schätzen Sie vor dem Hintergrund Ihres Kommunikationsverständnisses den Begriff Massenkommunikation hier und heute ein, angesichts der Aufsplitterung des Publikums, sollen wir den eigentlich nicht entsorgen? Also er hätte, wenn dann, schon vor 50 Jahren entsorgt gehört. Weil es handelt sich weder um Massen, und im strengen Sinne des Diskurses ist natürlich eine Sportübertragung vom Fußball Österreich gegen Deutschland keine Kommunikation. Aber wir wissen, dass wir die Medien haben, und die Medien haben eine große Rolle. Und also muss man ja fragen, wieso ist die Rolle da? Und dann entdecken sie, dass es geht zwar nicht um Massen und es geht auch nicht um Kommunikation, aber sie können sozusagen ein Kommunikationssurrogat finden, sie, nämlich dass... Das ist die Vorstellung von der virtuellen Kommunikation. Das heißt, wir sagen, ich sehe den Nachrichtensprecher. Das ist nicht die Kommunikation. Das ist so, ich werde informiert. Das könnte ich mir auch aus der Zeitung holen. Aber ich denke in dem Moment sofort, dass auch andere Leute den Nachrichtensprecher sehen. Oder noch härter, dass es auch andere gibt, die andere Leute dabei sehen. Das heißt, hier die Kommunikation findet, wenn Sie diese Struktur einführen, dann ist die Massenkommunikation so etwas wie die virtuelle Kommunikation. Und das passt natürlich wunderschön in diese konstruktivistische Debatte zwischen Realität und Fiktion. Und dann sehen Sie plötzlich, dass die Massenmedien die großen Fiktionen liefern und auch die fiktiven Kommunikationen, die fiktiven Einverständnisse, die fiktiven Mehrheitsbeschaffer, dass die Kategorie der Fiktion im Grunde genommen eine Kategorie ist, die wahnsinnig mächtig ist, die wir aber, solange wir keine Medien hatten, im Grunde übersehen haben. Heben wir uns den Begriff der Fiktion noch ein bisschen auf. Das, was Sie gerade angesprochen haben, hat ein leider schon verstorbener Kollege aus der Soziologie, Jan-Peter Kopp, in den 70er Jahren als Phänomen der Publizität, das passt ja auch gut zur Publizistik, herausgearbeitet. Er hat nämlich genauso argumentiert und hat gesagt, das hat ja alles, was in den Massenmedien passiert, mit Kommunikation nichts zu tun, sondern es geht um das Öffentlichmachen. Mhm. Und der Punkt ist der, dass eben alle unterstellen, alle, die da zuschauen oder das lesen, dass es andere auch lesen, und das macht die Publizität aus und das ist die Kraft der Publizität. Luhmann hat, glaube ich, in dem Zusammenhang auch von der Unterstellbarkeit des Wissens gesprochen. Mhm. Das denke ich, da sind wir d'accord. Frage aus meiner Perspektive, wäre es nicht doch sinnvoll, dass mit den Massen, d'accord, sind keine Massen, sind disperse Publika, das hat Malecki ja schon herausgearbeitet, aber wäre es nicht doch sinnvoll, davon auszugehen, es kann Kommunikation sein, was über Massenmedien passiert, in dem Moment, wo das Fußballspiel vielleicht, jetzt ist kein gutes Beispiel, aber die Nachrichten, die vermittelt werden, wenn Informationen vermittelt werden wollen, intentional, dann muss ich unterstellen können, dass jemand auf der anderen Seite auch sitzt und das vielleicht verstehen und hören will. Wenn also dieser Mitteilungshandlung eine Verstehenshandlung auf der Rezipientenseite entspricht, dann könnte ich doch sinnvollerweise sagen, das war jetzt etwas, was ich als Kommunikation begreifen kann, und das kann ich auch messen im empirischen Sinn. Also das, hier zeigt sich wieder, dass im Grunde genommen der Kommunikationsbegriff, so wie wir ihn zunächst definiert haben, als Prozess zwischen zwei oder mehr Personen, die real anwesend sein sollen, sozusagen das einfache Kommunikationssystem, dass es da nicht reicht und dass man da anders denken muss. Und die Massenmedien, ich habe vorhin gesagt, der Begriff ist falsch und doppelt falsch, das ist halt, würde ich aufrechterhalten. Aber man muss sozusagen komplexer denken, das heißt als Vorstellung, dass parasoziale Interaktion oder solche Modelle sind ja da, die dann sagen, es reicht auch schon, wenn ich mir vorstelle, nicht wenn jemand anders da ist, sondern eben wenn ich mir vorstelle, dass jemand anders da wäre, kann man in vielen Romanen
lesen, da gibt es dann solche Wendungen, so Government beschreibt das, wenn X jetzt da gewesen wäre, hätte er bestimmt gesagt. Und die Leute stellen sich das vor und allein, dass sie sich vorstellen, als Mahnung oder als Aufforderung, was auch immer, dann sagen sie hinterher, ja, das hat mich dann beeinflusst. Auch nur die reine Vorstellung, dass irgendwas sein könnte, hat reale Folgen. Und da ich denke, das ist so der große Kick der Massenmedien, dass die dann einen Konsens symbolisieren können, ist ja häufig berichtet worden, also die Rede von Goebbels im Volkspalast, da musste in Deutschland jeder, wie hießen die damals, Volksempfänger, der musste eingeschaltet werden in ganz Deutschland, im ganzen Deutschen Reich, und um das sicherzustellen, so nach dem Motto, wir machen es an, ihr wisst auch, dass ihr das wissen müsst. Und am anderen Tag wussten es dann alle. Sie haben auch begeistert mitgeschrien im ganzen Reich, solche Sachen. Ja, die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Aber das Prinzip ist immer noch wirksam. Ja, aber was sich, das hat ja dann Ronneberger auch in den 70er Jahren in seinen Begriff vom Publikum mit hinübergenommen, wo er gesagt hat, diese zentrale strukturelle Distanz, die zwischen Kommunikator in der Masse und dem Rezipienten besteht, die kann nicht überwunden werden. Jetzt versucht der Journalist, sich sozusagen hineinzuversetzen. Nicht? Und dann sind die Frühformen der Publikumsforschung entstanden. Okay. Kommen wir zu einem zweiten großen Block, zum Konstruktivismus. Sie haben im Jahre 1990 gemeinsam mit Siegfried J. Schmidt und Siegfried Weichenberg in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Fernstudien der Universität Tübingen das Funk-Kolleg Medien und Kommunikation ins Leben gerufen. Da gab es 12 Studienbriefe und jeder hatte den Untertitel Konstruktionen von Wirklichkeit. Dem folgte dann im Jahre 1994 ein dickes Buch, ein Reader, wo Sie auf knapp 700 Seiten auch gemeinsam mit den beiden Herausgebern, der programmatische Titel lautet Die Wirklichkeit der Medien, eigentlich den Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Basistheorie in die Kommunikationswissenschaft hineingetragen haben. Ich habe das sehr nett gefunden, biografisch, dass Sie in diesem Interview, in dem biografischen Interview, das Michael Main und Maria Löblich mit Ihnen geführt haben, gesagt haben, ich hatte die konstruktivistische Zeit verschlafen. Maturana hatte ich völlig übersehen. Luhmann hat auch Konstruktivismus gemacht, aber die Sache im Sinn von Maturana zu drehen und die Idee dann flächendeckend zu penetrieren, wie eine Kampagne für irgendeine Marmelade, das war Schmidts Leistung. Habe ich Marmelade geschrieben? Hier steht Marmelade. Ich finde das sehr nett, dass wir vielleicht auch eine biografische Frage da hineinnehmen, eine ganz persönliche. Wie sind Sie eigentlich tatsächlich auf diesen Konstruktivismus gekommen? Denn die Spur, die Sie da gelegt haben, ist ja bis heute nachhaltig spürbar. Also, es ist schwierig zu beantworten. Erstmal, ich habe eine unglückliche Karriere insofern gehabt, ich war Methodiker, das kam eben von den Naturwissenschaften. Wenn man dann was anderes macht, dann nimmt man das, was man sowieso schon kann, also bin ich Empiriker geworden. Dann bin ich unglücklicherweise, was damit überhaupt nichts zu tun hat, in Bielefeld gelandet, in Münster schon. Luhmann galt als Geheimtipp, wir haben uns immer seine verrückten Theorien angehört, immer mitgedacht und wir sind dem Meister immer grundsätzlich unterlegen. Wir haben gesagt, jetzt kriegt er die Kurve nie, bevor wir fertig waren, stand er vor und sagt, da ist der Punkt. So, also das war der theoretische Kick, der mich natürlich wahnsinnig interessiert hat, war auch spannend, hat auch Spaß gemacht, weil es ein interessantes, also ein intellektuelles Anstrengen war. Und gleichzeitig der Luhmann als Theoretiker, als Empiriker, mein empirisches Herz sozusagen auf der rechten Seite sagt immer, das kannst du empirisch nicht messen. Das Einzige, was ich messen konnte, deswegen vielleicht als Erklärung, reflexive Strukturen kann man nachweisen. Deswegen habe ich da mich immer besonders für interessiert, weil ich immer, mein empiriger Herz hat dann nicht gemeutert und gesagt, nein, das kannst du nachweisen. Das ist sozusagen mein Zugang zur Reflexivität. Das hat rein empirische Gründe. Eine Punkt. Das andere nochmal, der Luhmann hat ja am Anfang eine einfache Systemtheorie vertreten, die wurde dann immer komplexer und er hat alles aufgesogen, was da war. Er war ein Goffman-Fan, er hat mir erzählt, vieles über ihn habe ich ihn erst kennengelernt und hat auch viele andere Sachen gemacht. Es wurde also bei Luhmann immer schwieriger und irgendwann ist der Konstruktivismus aufgetaucht. Zu dem Zeitpunkt war ich aus Bielefeld schon verschwunden und musste in Gießen und in Münster eine Empirie machen. Und dann habe ich so im Geiste der Theorie ein bisschen nachgeweint. Ich bin öfter in Bielefeld gewesen. Und dann habe ich so relativ spät entdeckt, dass die schon wieder viel weiter waren. Das ist der Satz, wo ich so gesagt habe, ich denke, das war eine ehrliche Aussage. Es stimmt auch.
Ich habe mich sozusagen um die Theorie eine so 5 Jahre oder vielleicht 8 Jahre nicht gekümmert. Heute bereue ich das, weil ich sage, die Empirie ist nicht so spannend wie die Theorie. Da hat es keine großen Fortschritte gegeben. Ja, Sie haben das mehr als eingeholt, würde ich sagen. Dieser Konstruktivismus, die Frage ist kaum zu beantworten, aber wenn ich sie vielleicht versuche, trotzdem zu formulieren, die Bedeutung des Konstruktivismus für die Kommunikationswissenschaft, um es auf einen Punkt zu bringen und um sie vielleicht etwas zu provozieren, ist der wirklich so neu? Im kommunikationswissenschaftlichen Denken könnte man nicht sagen, ich weiß, Schmidt würde jetzt aufjaulen, aber er ist nicht da, könnte man nicht sagen, der symbolische Interaktionismus von Mead hat schon konstruktivistische Züge, weil er auch nicht mehr davon ausgeht, dass wir in einer für alle einheitlich wahrnehmbaren Wirklichkeit leben, könnte man auf der nächst tieferen Ebene nicht sagen, die Nachrichtenwerttheorie hat konstruktivistische Züge, weil sie davon ausgeht, dass der Journalist bei der Auswahl der Nachrichten eigentlich Hypothesen hineinkonstruiert in die Wirklichkeit und sie dann entsprechend interpretiert? Oder ist das ganz falsch? Also das Wort falsch will ich jetzt nicht bemühen, da bin ich zu vorsichtig. Nicht angemessen. Ich glaube, es ist nicht ganz angemessen. Ja? Wir haben in der europäischen Geistestradition, ich habe noch nicht nachgesehen, wo das herkommt, aber Kant war so einer der Ersten, der dann dagegen gehalten hat. Wir müssen irgendeine Epoche gehabt haben, wo wir, ich vermute, es ist das ausgehende Mittelalter war es, wo wir gesagt haben, bestimmte Sachen, die gelten, und da war dann auch vielleicht noch die Theologie wirksam, dass man sagt, das muss ja aber auch gottverträglich sein oder zumindest glaubensverträglich sein, was gesagt wird. Und da wurden dann Begriffe relativ einfach geprägt, die mussten so sein und die durften nicht anders sein. Also zum Beispiel der Begriff der Wahrheit. Wir waren fest überzeugt, es gibt Wahrheiten. Und in dem Zusammenhang denke ich auch, ist der Begriff der Objektivität damals irgendwie festgezurrt worden. Und zwar so, dass es im Grunde genommen ein Fehler war. Und dann erst viel später mit Kant beginnend hat man gesagt, ja, also Objektivität. Und da waren ja die ganzen Massenmedien schon da. Alle Journalisten hätten sie heute vor 20 Jahren fragen sollen. Jeder hätte gesagt, wir berichten objektiv. Und wenn die Klügeren hätten gesagt, zumindest versuchen wir es, damit könnte ich schon gut leben. So steht es in den Rundfunkgesetzen unserer Länder ja auch. Ja, drin. Und das ist so, wie wir, deswegen ist auch so die Wahrheit, wir glauben daran, dass es eine Wahrheit gibt, wir glauben daran, dass es eine Objektivität gibt. Und heute müssen wir erkennen, dass es alles Konstrukte sind. Man kann jetzt ganz elegant formulieren, sagen, vielleicht gibt es wirklich eine Objektivität und wirklich irgendeinen Typ von Wahrheit, aber wir sind mit unserem beschränkten Wahrnehmungsorgan und Denkorgan nicht in der Lage, diesen so zu definieren. Wenn wir gleichwohl sagen, ein Stuhl ist ein Stuhl, dann ist das nur auf der Ebene der Konvention möglich. Sie lernen als Kind, was ein Stuhl ist, und niemand sagt Ihnen irgendwann, es gibt ja gar keine Stühle, sondern alle sagen, es gibt Stühle, und weil man dauernd auf den Dingern rumsitzt, glaubt man es tatsächlich. Das ist aber nur eine Vereinfachung, und ich habe das in der theoretischen Physik wiedergefunden. Dort war man schon, das was für uns auch relativ ungewohnt ist, hat man schon lange gesagt, Kausalität gibt es nicht. Das ist ein Konstrukt, was wir auf Prozesse, die wir beobachten, messen, draufsetzen, um zu ordnen. Es ist ein Ordnungsprinzip, aber kein eigenes Gesetz. Und das, ist das nicht so, wie zum Beispiel, also Mead hat ja dieses Beispiel auch explizit gebracht in seinem Buch Geist, Identität, Gesellschaft, das da posthum herausgegeben wurde, wie das ist mit dem Stuhl und dem Erkennen der Funktionalität aufgrund der Erfahrung, wie andere im Hinblick auf den Stuhl handeln. Ne? Jetzt könnte man, also im Sinn von Habermas eigentlich sagen, wir tun so, üblicherweise im Alltag, als wüssten wir, was ein Stuhl ist, und in der Regel funktioniert es, nur in dem Moment, wo, ich weiß nicht, in einem Kindergarten oder auch in einer Schule eine Sesselschlacht beginnt, dann bekommen diese Gegenstände andere Funktionen, und dann wird dieses Hintergrundwissen, das normalerweise naiv unterstellt wird, problematisch. Und wir müssen, wenn ich Habermas wäre, würde ich jetzt sagen, einen Diskurs führen, halt, das sind Stühle und nicht geeignet, um miteinander zu raufen. Da kann ein Unfall passieren. Das müsst ihr mit Bällen machen. Oder ich weiß nicht, ist das Beispiel an den Haaren herbeigezogen? Oder, nein, ist das es, ist, können Sie aber auch, da würde Luhmann 110%ig. Also bei der Frage über die Funktionen, da hat er immer einen Spaß gemacht. Wir haben am Seminar gesessen, es stürzte gerade in Bielefeld eine Uni Flugzeug ab. So ist ja nichts passiert. Militärflugzeug, die sind ja gehärtete Männer. Und wir saßen im Seminar und er sagte dann,
wenn da ein Flugzeug abstürzt und der Pilot rettet sich mit dem Schleudersitz. Gedankenstrich, wollte man die Landwirtschaft mit Schleudersitzen versorgen? Ja, so, das war so ein typisches Beispiel, was genau in dem Moment passiert, sagt er das. Das heißt, wir unterstellen immer, dass irgendetwas, was passiert, einen Grund, eine Ursache hat oder wie bei Habermas, wir sind es gewohnt, an dem Stuhlbeispiel, ein Stuhl, dass wir tun so, als ob, aber das tun so, als ob, merken wir gar nicht mehr. Da ist sozusagen, das invisibilisieren wir. Und dann deswegen denken wir, es ist die Wahrheit. In dem Moment, wenn wir das jetzt wieder aufklappen, sagen, ja, ist es dann so, also Kant hat damit angefangen, wird es alles wieder komplexer, jetzt sind wir aber ganz am Anfang, die Kommunikation muss praktisch und schnell sein und es hat in der Praxis keine Zeit zu sagen, hast du das wirklich so gemeint oder liegt Wien wirklich an der Donau? Wir sagen, natürlich liegt Wien an der Donau, wenn man fragt, warum? Ja, so habe ich es gelernt. Man, Sie als Wiener können natürlich jetzt sagen, vielleicht haben Sie Ihren Fuß in die Donau gehalten und da Ihr Fuß hat gesagt, das ist bestimmt Donauwasser. Ich weiß es nicht, ob das reicht. Das ist also, die Konstruktivisten sagen ja, glaube ich, die Viabilität der Begriffe. Ja. Es hat ja eine Nähe, merke ich gerade, zum Hintergrundkonsens von Habermas und vielleicht auch zur Funktionalität von Luhmann. Da könnte es so eine Gemeinsamkeit geben. Herr Professor Merten, in diesem Buch steht ein viel zitierter Satz, den ich lange nicht gefunden habe oder überlesen habe, der in letzter Zeit oft zitiert wird von Ihnen. Wer die Kommunikation hat, hat die Zukunft. Sie haben das steht da auch drin? Oh. Sie haben das schon 1994 in einem Aufsatz geschrieben, gemeinsam mit Joachim Westerbacke, Public Opinion und Public Relations. Dieser Satz ist ja jetzt in einem, oder dieser Aufsatz in Ihrer Festschrift sogar als Münsteraner Manifest bezeichnet worden. Er ist wirklich viel zitiert und ich glaube zu wissen, wenn ich richtig recherchiert habe, dass Sie in diesem Aufsatz zum ersten Mal mit Westerbacke gemeinsam sich mit der Public Relations Thematik auseinandergesetzt haben. Damals schon sprechen Sie ein Verständnis von Public Relations an, das eben so in die Richtung geht, wir konstruieren in der PR wünschenswerte Wirklichkeiten. Das wird ja neuerdings etwas problematisiert. Vor mehr als 10 Jahren haben Sie es eigentlich da schon angedeutet. Das ist sozusagen eine Thematik, die am Ende Ihrer oder gegen Ende Ihrer akademischen Karriere für Sie sehr zentral geworden ist. Sie haben mittlerweile sehr viel dazu getan, nicht nur geschrieben, sondern auch tatsächlich bewegt. Sie sind Mitbegründer des Fernstudiums PR in Heidelberg gewesen. Sie sind Gründer und geschäftsführender Gesellschaft der Complus GmbH und sind Initiator und ständiger Inputlieferant für das Lexikon, also das Lexikon Kommunikationswissenschaft, ist Eigendarstellung. Und ich glaube, das kann man ihm auch attestieren, das umfangreichste deutschsprachige Nachschlagewerk für Public Relations. Was für ein Verständnis, Herr Professor Merten, von Public Relations würden Sie als Kommunikationswissenschaftler für angemessen halten? Also so, ich frage jetzt bewusst nicht nach einer Definition, aber vielleicht haben Sie eine, die Sie anbieten wollen. Ich würde in der klaren ersten halben Schritt zurückgehen. Also, wenn man jetzt fragt, was Public Relations ist, dann bricht erstmal die Welt ein. Der Journalismus ist seit 100 Jahren, sage ich mal, so in der Wissenschaft, zumindest als Zeitungskunde angefangen und so weiter, der ist schon mal da, die Journalistik, die Wissenschaft. Wir haben auch Untersuchungen über Literaturwissenschaft bei Germanisten, wir haben auch was über Werbung. Bloß PR ist das Jüngste und das Merkwürdige ist, eben nicht merkwürdig. Warum ist es das Jüngste? Weil PR erstens mal relativ spät angefangen hat, hängt wieder mit der Mediengesellschaft zusammen, und zum anderen, weil PR sehr schwierig zu erklären ist. Die Journalisten sagen, wir berichten so objektiv wie möglich, wir haben 3 Prinzipien, wir recherchieren, wir prüfen nach und wir redigieren und dann erscheint es da und dann stehen wir auch für Nachfragen zur Verfügung, Leserbriefe oder so etwas. Das ist alles relativ einfach und die PR-Leute, die machen ganz viele Sachen, die sie teilweise auch nicht offen sagen. Das erschwert die Sache erheblich, sodass dann, dass man denkt, also ist das jetzt sozusagen so auf der einen Seite so eine Versammlung vornehm gekleideter Ganoven und auf der anderen Seite ernsthafte, fleißig arbeitende, exzellente Kommunikatoren. So darf ich mir diese Spannweite aufmachen. Und dann denken sie, was machen die eigentlich?
Und dann merken sie, das war wirklich so, also habe ich mit Günter Bente zusammen, wir haben gesagt, da kam ein Ruf, wir wollen jetzt das Ganze verwissenschaftlichen und wir brauchen Hilfe, also haben wir mitgemacht. Ich überlege heute noch, ob das nicht ein großer Fehler war, ich weiß, auf mich bezogen. Aber wenn man das macht, wenn man einmal sozusagen im Boot sitzt, dann fährt man mit. So, und dann sieht man plötzlich, es gibt 2000 Definitionen von PR. Das Zweite, was einem auffällt, dass die alle so auffällig so die Ethik rausgehen, also das unerlässliche Bemühen und tue Gutes und rede darüber, das ist man nicht gewohnt. Also in der Wissenschaft ist der Begriff gut und unermüdlich, das kennt man nicht. Und dann sieht man plötzlich, dass da ein riesiges, dass dieser Berufsstand ein Minderwertigkeit, ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl hat. Das würde ich heute so erklären, weil dieser Beruf gezwungen ist, laufend mit der Kategorie der Täuschung zu arbeiten. So, also PR ist sozusagen die Lizenz zu täuschen. Das ist eine harte Definition. Sie haben ja in letzter Zeit doch Ihre Aufmerksamkeit auf sich gelenkt mit einer sehr provokanten Formulierung, die da lautet, die Lüge ist überhaupt unverzichtbarer Bestandteil jeder Kommunikation. Daher ist sie auch in der PR-Kommunikation unabdingbar. Wir haben ja seit 20 Jahren etwa schon eine immer wieder sich verstärkende Ausbildungssektor, ein verstärkendes Kursangebot. Provokant gefragt, ich könnte das ja alles eigentlich einstampfen vor dem Hintergrund dieser Einsicht und sagen, ich bilde einfach bloß Leute aus, die gut lügen können. Wäre es das? Nein, das ist ja das Merkwürdige. Also ich sag mal, PR ist gezwungen, oft mit Fiktionen zu arbeiten. Und wenn die Mediengesellschaft sozusagen die gesellschaftliche Epoche ist, wo die Kommunikation sowieso an Gewicht zunimmt, vor allem dadurch, dass jetzt auch Fiktionen wichtig werden, dass Fiktionen wirksam sind, wie wir wissen, dass Fiktionen konstruiert werden können, schnell und kostengünstig und auch wieder abgebaut werden. Und die PR sagt, gerade das kann ich brauchen, dann können wir voraussagen, so ist es auch gewesen, dass der Zugriff auf PR sprungartig zunehmen wird. Sie wird unverzichtbarer. Was aber viel wichtiger ist, und das ist von der Wissenschaft, Gott sei Dank, das hat die PR überhaupt noch nicht ausgenutzt, die Wissenschaft hat gesagt, und jetzt bin ich bei Irving Goffman, die Kategorie der Täuschung ist eine wesentliche soziale Kategorie. Das heißt, vieles würde gar nicht funktionieren können, wenn ich getäuscht würde. Goffman macht da fantastische Beispiele, erklärt es auch theoretisch. Er sagt nämlich, Menschen wollen immer wissen, dass alles stimmt, so wie sie es wissen. Also Unsicherheit ist Intolerance of Ambiguity, alle solche Begriffe, das ist tödlich für den Menschen. Deswegen will er das nicht sehen und ist da gar nicht begeistert, wenn man das zeigt, sondern er will Sicherheiten haben. Sicherheiten, jetzt sagt die PR, Sicherheiten sind natürlich schwierig zu finden, aber wir können ja so tun, als ob wir Sicherheit hätten. Goffman spricht explizit davon, von Schein. Und dieser Schein ist wichtig für ihn. Und er sagt, das wollen die Menschen und das glauben sie auch. Und deswegen ist für denjenigen, der in der Lage ist, Schein zu verbreiten, das ist meinetwegen die PR, sehr gut möglich, Menschen zu beeinflussen. Das heißt, wir haben eine ganz neue gesellschaftliche Konstellation. Und dann sagt der Goffman, aber täuschen ist doch Alltagsbegriff. Jeder Mensch möchte in der Öffentlichkeit, das ist ja sein zentrales Lebensthema gewesen, der Einzelne in der Öffentlichkeit. In dem Moment, wo der Einzelne sich in die Öffentlichkeit begibt, 50 Jahre vor aller PA, 100 Jahre, 200 Jahre, können Sie auch Beispiele aus dem Mittelalter nehmen, ist er ein anderer Mensch. Er möchte ein Mensch sein, der von der Gesellschaft geachtet wird. Also er möchte sich sozusagen gut darstellen. Und dieses Grundprinzip bedient die PR. Und weil sie es bedienen kann, ist sie plötzlich gefragt. So, das ist so nicht schlimmer und nicht besser als wie ein Bäcker, der sagt, meine Brötchen werden gekauft. Und wenn er sagt, die werden gekauft, dann sagt er natürlich, warum soll ich keine Brötchen backen? Sagt die PR auch, sagt, wir werden ja nachgefragt, also machen wir Angebote. Jetzt kommt die Schwierigkeit rein. PR-Leute müssen manchmal, ich verkürze mal, wirklich auch mit Lügen hantieren. Ich kann auch sagen mit Unwahrheiten. Aber es ist nicht vermeidlich. Ich kann gleich ein Beispiel machen, wenn wir noch Zeit haben.
Und deswegen glaubt man jetzt wiederum, dass die PR-Leute sozusagen die schmutzigsten der Schmutzigen wären. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich würde sagen, Gesellschaften leben davon. Governments, zentrale Aussage, wenn du nicht täuschen kannst, wenn wir auf der Vorderbühne dem Publikum nichts vorspielen können, dann haben wir verloren. Wenn also die Gesellschaft solche Strukturen nicht in Anspruch nehmen kann, fehlt was. Und also sagen die PR-Leute, wir machen das. Ich habe mal hingeschrieben, dafür müssen sie an sich eine Schmutzzulage kriegen. Aber das sehe ich auch wirklich so. Das ist nicht einfach. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit, vor allem sehr viel Kommunikation, meisterhafte Kommunikation. Man muss Zielgruppen sich vorstellen, wie man die anspricht. Das ist eine hoch komplexe Kommunikationsaufgabe. Und von daher nehme ich sie sehr ernst. So, und jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich Auswüchse, die kennen wir alle, wo dann gemogelt wird. Das kann man natürlich, wenn man intellektuell kommunizieren kann, wenn man weiß sozusagen, wie Zielgruppen ticken, dann kann man auch Sachen erfinden, wo die Zielgruppe drauf abfährt, obwohl man weiß, dass sie besser auf diesem Thema nicht so abfahren sollte. Das heißt, da fehlt irgendeine ethische Richtlinie oder Leitplanke, die für solche komplexen Situationen etwas aussagen könnte. Und unsere Ethikkommissionen haben das bislang nicht geschafft, sage ich ausdrücklich, weil die immer nur sich sozusagen an Schwarz-Weiß-Planken festhalten. Das heißt, die Unwahrheit darf nicht gesagt werden und mit dieser Ethik kann ich nichts anfangen. Jetzt versuche ich in die Rolle des Praktikers zu schlüpfen, der da zuhört. Und der würde Ihnen wahrscheinlich jetzt sagen, das glauben wir ja längst überwunden zu haben. Denn das schlechte Image, das PR mitunter heute noch hat, stammt ja von daher, als vor nunmehr 100 Jahren, oder schon länger, etwa einer Rockefeller sich fotografieren ließ, wie er einem Waisenkind einen Penny gibt oder auch ein Waisenhaus baut, um schlechte Geschäftspraktiken zu übertünchen. Also im Sinn dieser alten Formel, etwas Gutes zu tun, darüber reden zu lassen und das Schlechte, das dahinter steckt, nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Jetzt haben wir heute doch 100 Jahre später CSR, Corporate Social Responsibility, wo die Unternehmen im Sinn der Metapher von Goffman, provoziere ich sie jetzt, vielleicht suggerieren, ich lasse euch nicht nur die Sicht auf die Vorderbühne, sondern ich lasse euch auch auf die Hinterbühne schauen und im Sinne von Wahrheit und Objektivität, die PR-Leute, die ich anstelle, operieren mit Wahrheiten und nicht mit Täuschungen. Wie wäre das, wenn Sie dieses Bild weiterzeichnen? Also die PR-Leute sind intellektuelle Leute, muss man so oft, das darf man nie aus den Augen lassen. Und von daher würden sie so etwas natürlich nie zugeben, was sie gerade sagen, weil es sie ja sozusagen in ihrer Amtsausübung irgendwie einschränken würde. Aber der Rezipient ist auch schlau geworden. Das, was Sie bei Rockefeller beschreiben, das heißt ja heute CSA, das wird jetzt überall gepflegt, man entdeckt, dass man da wirklich was mit schaffen kann, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch schon den berühmten Begriff Greenwashing. Das heißt also, wenn ich sage, für jeden verkauften Bierkasten geht 1 Euro in den südamerikanischen Regenwald, dann klingt das ganz toll. Wenn man das aber nachfasst, ob das wirklich so gemacht wird, dann gibt es Fälle, wo das nicht passiert. Schon ist das ganze Image mit solchen Sachen hin. Das heißt, wäre ja fatal. Ja, also das, da würde ich denken, im Grunde ist das dann ein Fall für die, ja nicht gerade Kriminalstatistik, aber für den Rechtsanwalt, aber nicht unbedingt für die PR-Kommunikation, weil als ein redlicher PR-Mann oder eine redliche PR-Frau würde dann sagen, du musst das auch wirklich tun, weil wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass es stimmt, dann wird die Kommunikation zusammenbrechen, weil irgendwann kommt es ans Tageslicht, gerade heute, Gerüchteküche, Internet. Es gibt höchstwahrscheinlich irgendeinen, der sich als selbsternannten Investigator da dran setzt und dann eine Homepage aufmacht und sagt, alles gelogen. Ist die Gefahr nicht größer? Und sozusagen die Entwicklung zum Guten, ich will es so naiv mal blauäugig dastehen lassen, ist die Entwicklung zum Guten nicht viel näher, als sie noch vor 100 Jahren war? Ich bin da misstrauisch. Also wir können heute, das ist das Schlimme oder das Gute, können Sie nach zwei Seiten wenden, on the one hand, on the other hand. Wir können alles heute so tun, als ob Goffman sagt, der Schein ist für alles gültig und da wir die Realitäten nie erfahren werden, halten wir uns an den Schein. Wir machen es am Schein fest. Wir glauben, umso verliebter an den Schein, je näher er der Wahrheit zu kommen scheint. Doppelter Schein. So, das heißt also, wenn Sie jetzt heute sagen, ich mache Regenwald
und 20 Jahre später stellt sich heraus, das war alles eine große Lüge, dann ist das so für die dran geglaubt haben, eine Katastrophe. Und die PR-Leute könnte ich mir auf der anderen Seite vorstellen, die nehmen den Rechenschieber her oder den PC und sagen, rechne mal aus, was ich mehr an Produkten verkaufe, wenn ich 20 Jahre diese Lüge habe, dann habe ich das und das Geschäft gemacht und wenn das dann auffliegt, ist mir es egal. So rechnen, ja, so wird auch gerechnet. Letzte Frage dazu noch. Ich habe Ulrich Sachs, der ja an sich der Systemtheorie so nahe steht wie Sie, bei der Gastvorlesung vor 2 Wochen, Sie waren gestern bei mir, Ulrich Sachs, vor 2 Wochen, gefragt, wie denn er reagieren würde auf Ihre Ankündigung, auf Ihren Ausspruch, PR-Leute müssen lügen können. Und er hat zu mir gesagt, er vermeidet moralisierende Begriffe in der Wissenschaft. Darum kann er eigentlich mit dem Begriff der Lüge wenig anfangen. Und das sei eine Sache, die jeder mit seinem Gewissen ausmachen muss. Wenn etwa ein Anhänger der Alternativmedizin für eine Pharmafirma PR macht, dann muss er das mit seinem Gewissen ausmachen. Er würde ihm nicht unbedingt raten, das zu tun. Aber das habe jetzt mit Wissenschaft nichts zu tun. Er will moralisierende Begriffe aus der Wissenschaft draußen lassen. Was würden Sie ihm antworten? Also den ersten Teil des Satzes würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Die Wissenschaft darf sich nicht zu schade dafür sein, darf auch keine Angst haben, sich mit allen Gegenständen der Realität zu befassen. Sie muss aber eine Sprache verwenden, die neutral ist, weil sie ja sonst Position bezieht. Das darf sie nicht. Insofern hat Sachs absolut recht, dass er sagt, den Begriff der Lüge wird in der Wissenschaft ungern verwenden. Davon würde ich aber unterscheiden. Die Frage, werden denn solche Prozesse wie Lügen in der Praxis verwendet? Und was sagen wir als Wissenschaftler dazu? Wo passiert es? Oder dann kann man fragen, muss es passieren? Gibt es Grenzen? Wie stark darf es passieren? Wann darf es passieren? Da würde ich dann doch sagen, ich kann nicht einfach sagen, ja, also das geht mich jetzt weniger an, sondern es ist schon ein zentraler Punkt. Vielleicht habe ich an dieser Stelle zu stark kritisiert. Ich muss nochmal sagen, Goffman zeigt ja nicht nur, dass Täuschen in ist, so nach dem Motto, Goffman hat schon nachgewiesen, es muss immer gelogen werden, sondern er betont ja auch, jetzt kommt die positive Seite ganz explizit, er betont ja auch den Nutzen der Täuschung. Und wenn ich sage, gerade heute in der Mediengesellschaft, wenn Sie heute keine Visionen verbreiten können als Politiker oder keine Hoffnung machen, das sind ja alles Täuschungsmomente. Wenn ich Hoffnung mache, sage ich, ach, es wird schon nicht so schlimm sein, dann will ich ja nur das Elend sozusagen ein bisschen wegreden, so den Schmerz heilen lassen. Irgendwann zeigt sich, es war vielleicht doch so wieder. Ich will Visionen, ich brauche Hilfen und das ist eine positive Aufgabe der PR. Oder im Sinn von Luhmann, Vertrauen erwecken, eine positive Vorleistung provozieren. Ja. Also muss das Täuschung sein? Kann es nicht in redlicher Absicht passieren? Ich werde dafür sorgen, dass die Hochwasserschäden beseitigt werden. Wir werden mit Steuergeld hier nachfassen und wenn die Bundesregierung die Spenden nicht verdoppelt, dann hat sie das Vertrauen verspielt, wenn sie es vorher versprochen hat. Aber wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist es doch keine Täuschung gewesen. Nein, aber Politiker versprechen ja immer mehr, als sie halten können. Da ist das Problem. Ich würde sogar Politikern unterstellen, ich bin ja ein gläubiger Mensch in der Hinsicht, dass sie das Beste wollen, dass sie aber manchmal das, was sie wollen, nicht ganz einlösen können. Und dann stehen sie sozusagen ganz zum Schluss, so wie soll ich sagen, ein bisschen nackig im Gelände, sagen, oh, es hat doch nicht geklappt. Und dann sind sie die Lügner. Hätten sie es geschafft, würde ihnen alle zujubeln. Das, was Sie jetzt im amerikanischen Wahlkampf sehen, zum Beispiel, da ist jemand da, der kann Hoffnung machen. Ich weiß noch gar nicht, ob der es wirklich kann, aber er kann es fantastisch erzählen. Bleiben wir abschließend noch bei der Lüge. Ist das Problem mit der Lüge vielleicht wirklich zu moralisierend für eine sachliche Auseinandersetzung? Wir wissen, dass vielfach, oder ich unterstelle mal, hinter vertretenen Positionen doch auch Überzeugungen stehen. Und dass man Perspektiven, unterschiedliche auf Situationen, auf Menschen und deren Handlungen legen kann. Um das nicht abstrakt zu lassen, ein ganz konkretes Beispiel. Eine Gruppe von Freiheitskämpfern macht PR und es kann sein, dass die Gegner dieser Gruppe sie als Terroristen etikettieren. Wir erleben das seit Jahrzehnten im Nahen Osten.
Wir können wahrscheinlich nach diesem Muster hunderte Situationen in den letzten Jahrzehnten zwischen Israelis und Palästinensern finden. Müssen wir immer unterstellen oder können wir wirklich immer unterstellen, dass hier stets gelogen wird? Gehen die nicht von unterschiedlichen Perspektiven aus und haben ihre Wahrheit und versuchen dafür zu kämpfen und lügen nicht? Weil Lüge heißt ja bewusst täuschen. Ich unterstelle nicht, dass das nie vorkommt. Aber geht es da nicht um mehr? Ist die Lüge da nicht eine zu billige Kategorie? Also ich glaube, dass das Phänomen zu komplex ist. Die Lüge ist ein Etikett, was man draufstülpt, ohne dass man sagen kann, erstens, in welchem Zusammenhang es entstanden ist. Es gibt ja, die Situation bestimmt ja immer, was notwendig ist. Der Zweck heiligt die Mittel, da gibt es große Beispiele für, und die, also auch nachdenkenswerte Beispiele. Und dann gibt es zweitens das theologische Problem, dass Sie manchmal nicht unterscheiden können, ist es die Wahrheit oder ist es die Lüge. Wenn ich wenn ich wahrheitsliebend bin und ich sage irgendeinen Satz und sage, ist das wahr, und der Wahrheitsliebende sagt das bewusst und in voller Überzeugung, dann sage ich, jawohl, das ist ein aufrechter Mensch, er sagt jetzt meinetwegen ja. Wenn ich denselben Lügner, der entgegenstellt, der das sozusagen in Wirklichkeit lügt, er das weg, darf es aber nicht sagen, weil das uns rauskommt, dann muss er noch eine Lüge draufsetzen und dann würde er auch wahr sagen, ja. Heißt also, an den Antworten von Personen oder an dem Verhalten, auch am Verhalten ist es schwierig, kann ich nicht erkennen, ist es jetzt sozusagen ein Wahrheitssuchender oder ein die Bibel würde sagen, ein Verderbter. Und das ist unser Problem, das ist auch ein Kommunikationsproblem. Wir brauchen eine viel kompliziertere Logik, um das rauszufinden, und die haben wir nicht. Und das ist an sich letztlich wieder eine Aufforderung an die Wissenschaft zu sagen, macht euch mal dran, Kollegen. Die haben ja nicht nur wir nicht, sondern die hat ja generell die Wissenschaft nicht, denn das ist ja sozusagen die behavioristische Oberfläche, ne? Die der Empiriker zur Verfügung hat, und ich muss dann interpretieren und Indikatoren entwickeln. Es ist ja rechtlich sogar verankert, dass man zum Beispiel zwischen Mord und Totschlag unterscheiden kann. Es erinnert mich immer, dass Kant gesagt hat, nur der Wille ist gut oder schlecht. Also egal, was Rockefeller tut, das Waisenhaus ist fraglos eine gute Investition. Nur wenn er es nur tut, um sich reinzuwaschen, dann ist es moralisch verwerflich. Wenn er es auch tut, um armen Kindern zu helfen, dann ist es schon okay. Das heißt, im Gerichtsverfahren, das passt eigentlich zu Ihrem Schluss aus meiner Sicht, dann kommt der Richter über Indizien drauf, war das Mord Absicht? Oder war es nicht Absicht, dann ist es Totschlag und dann ist die Strafe wesentlich milder. Haben die das gleiche Problem wie wir? Die haben letztlich dasselbe Problem, denn wenn ein richtiges Gericht entscheidet, dann ist manchmal, manche sagen, innerhalb der Richter, also Bundesgericht hat bei uns 8 Teilnehmer, und dann gibt es manchmal so 3-5 Entscheidungen. Das heißt, da wird die Wahrheit nicht gefunden durch die Wahrheit, sondern durch eine Mehrheitsentscheidung über die Wahrheit. Das heißt, da wird entscheidet die Mehrheit, was ja mit der Wahrheit gar nichts zu tun hat, sondern so nur die Stärke der Wahrheit, gemessen an der Zahl der Richter, die so oder anders entscheiden. Das heißt, das ist schon wieder eine Hilfskrücke. Wenn ich die Wahrheit nicht finden kann, muss ich mir ein Hilfsinstrument ausdenken, und das geht damit Mehrheiten. Also alle Bundesrichter bei uns müssen an sich letztendlich irgendwo aufgeschrieben haben, aber die Wahrheit haben wir damit nicht ausgerückt. Gut, aber zurück zur PR jetzt wirklich abschließend. Gibt es dann vielleicht sozusagen äquivalent zu den Richtern im Strafrecht eine Kommission in der PR, die im Grunde, wie die Richter im Strafrecht, dazu da ist, herauszufinden, hat der gelogen oder nicht, und soll das institutionalisiert werden, weil ich kann mir vorstellen, dass Berufsverbände nicht gerne damit leben wollen, dass sie einen Beruf repräsentieren, der nicht anders kann als lügen. Das ist jetzt ein kompliziertes. Ich versuche mal ganz kurz, also Richter haben die Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Das maßen sich die Verbände nicht an, sondern die machen sich es einfacher. Die sagen, wir haben einen Code, der existiert, der Code von Athen, der Code von Lissabon. Und da ist genau festgelegt, so im Prinzip, was sein kann. Die prüfen jetzt nur ab anhand des Codes. Das sind ja auch Laien, insofern kann man sozusagen ein richtiges Verfahren nicht abverlangen, obwohl sie auch gern von Urteil, Verfahren und Fall reden. Das Zweite ist aber, sie müssen ja als PR-Leute stehen sie immer sozusagen mit einer leicht fleckigen Weste, müssen diese Weste sauber halten. Deswegen werden sie von sich aus immer sagen, wir hantieren nur mit Wahrheiten. Sie werden einen Wahrheitsbegriff pflegen oder einen Wahrhaftigkeitsbegriff pflegen, der im Zweifelsfall deutlich überhöht ist. Und dagegen sagen wir als Wissenschaftler natürlich,
Also man kann die Lüge nicht dadurch abschaffen, dass man sie weglügt. Und dann deswegen bin ich bei solchen Kommissionen immer ganz, ganz, ganz vorsichtig, ob der Schaden, den eine solche Kommission anrichten kann, nicht größer ist als der Nutzen, der darin besteht, dass sie nur sozusagen die weiße Flagge aus dem Haus hängt und sagt, wir sind saubere Leute. Herr Professor Merten, vielen Dank für das Gespräch.